So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Sein. Jo, muss mein Mikrofon, glaube ich, ein bisschen leiser stellen, damit das hier nicht so ganz brüllt immer. So, los geht's. Lass uns das mal probieren, ob es geht. Also ein bisschen hängt tut das hier alles ein bisschen, das ist schon anstrengend. Gut, Tessa hat uns angerufen. Sind wir mal gespannt, was sie von uns will. Warte mal eben ganz kurz. Soundcheck. Ja, okay, so geht das. So müsste es, glaube ich, gehen. So, Tessa. Ja, ihr seht, es hängt ein bisschen alles, ne? Mal gucken. Ja, okay. Ach, Tomji. Mir geht es momentan richtig dreckig. Hab heute schon ein bisschen was getrunken. Warte mal eben, mir ist es ein bisschen... Warte mal, das ist zu laut, das ist leiser, genau so. Oh, Sünde, das arme Mäusekind, ne? Du, was, das arme Mäusekind, hier ist mein Flan. Ja, es ist schon... Was denn los, Tessa? Verständlich, dass sich das alles mitnimmt. Du darfst deine Trauer nicht im Alkohol ertrinken. Weise Worte. Verständlich, dass sich das alles mitnimmt. Das ist Alkoholsanitäter in der Not, Fallschirm-Rettungsboot und so, ne? Genau das ist es ja. Ich habe eigentlich gar kein Recht, jetzt mitgenommen zu sein. Ihr seid es, die in Lebensgefahr schweben. Deren Freunde sterben oder entführt werden. Und das alles wegen meiner eigenen Schwester. Ich traue mich schon gar nicht mehr, etwas in die Gruppe zu schreiben, weil ich Angst habe, heuchlerisch zu klingen. Ach, so schlimm ist es auch nicht. Du hast ja sicher gemerkt, wie still ich heute war. Ja, das ist uns aufgefallen. Und jetzt mache ich mir Sorgen, dass ich mich für kühl und abweisend halte. Dass ihr mich so haltet übrigens, ne? Ja. Mhm. Aber das bin ich nicht. Ich weiß nur nicht, wie ich damit umgehen soll. Denk sowas nicht. Wir wissen doch, dass es für dich auch nicht einfach ist. Ups, mal gucken. Tessa, wir haben gerade wirklich andere Sorgen, Alter. Deine einzige Sorge... So, weiter geht's. Das Spiel hat mich gerade sauber rausgekickt. Mal gucken. Ich werde das Muss ich ein bisschen wieder wegschneiden. Es ist immer so ätzend, wenn sowas passiert, ne? So. Dialog unterbrochen. So, kühl. Warte mal, das ist... wir haben gerade wirklich andere Sorgen. Genau, da war deine einzige Sorge besteht also darin, falsch zu warten. Nee, das machen wir so. So, genau. Denk sowas nicht. Wir wissen doch, dass es für dich auch nicht einfach ist. Genau. Das ist lieb, Tomji. So bin ich. Ich lieb vor mich hin. Es tut gut, sich das von der Seele zu reden. Und ich will nochmal betonen, ich bin jederzeit für euch da. Ach, das ist aber lieb. Auch wenn ich mich in der Gruppe, im Gruppenchat zurückhalte. Ja, unbekannt. Ich hatte dich gewarnt. Oha. Ich hatte dich gewarnt. Eure Nachforschung werden einen Nachspieler haben. Kiara wird dies zu spüren bekommen. Sag mir endlich, wer du bist. Wieso tust du uns das nur an? Lass Kiara in Ruhe. Sie hat dir nichts getan. Ihr Schicksal liegt einzig in euren Händen. Eure Taten entscheiden, ob sie lebt oder stirbt. Und glaub mir, wenn ich euch sage, meine Identität wird für immer ein Geheimnis bleiben. Doch ich werde dir einen flüchtigen Blick in meinen Gedanken gewähren. Präg dir meine nächsten Worte ganz genau ein. Ich glaube nämlich, dass wir beide uns sehr ähnlich sind. Hm, da bist du aber der Einzige. Wo willst du denn das wissen? Niemals. Nix sagen. Okay. Huch, Käppi auf. Hab ich ganz vergessen. Das wirst du bald verstehen, wenn du meiner Anweisung folgst. Denke nur an den Menschen, der dir am wichtigsten ist. Nora. Ja, ganz bestimmt. Lea. Mhm. Papa. Mhm. Mama. Unsere kleine Schwester.
Stell sie dir bildlich vor. Ich habe vergessen, wie sie aussieht. Doch, sie hat eine Mütze im Auf, ne? Ja. Und nun denke an die Dinge, die du so an dieser Person liebst. Ihr Lachen. Ihre Macken, die du später lieb gewonnen hast. Die guten Zeiten. Die schlechten Zeiten, die ihr trotzdem überwunden habt. Wenn ich jetzt Nora gewählt hätte, das jetzt gebracht, ne, dann wäre das ja unlogisch gewesen, oder? So lange kennen wir Nora ja noch nicht. Und jetzt stell dir vor, wie all das plötzlich aus dem Leben gerissen wird. Wie dir jemand diesen Menschen stehlen will. Würdest du nicht alles tun, um dies zu verhindern? Moment. Würdest du nicht die Welt niederbrennen, nur um diese Person an deiner Seite zu behalten? Moment, Moment, Moment. Das ist aber heftig. Aber ich kann mir nicht vorstellen, das lautet darauf hin, dass es wirklich jemand aus unserer Gruppe ja logischerweise ist und wir ihn auch sehr gut kennen und der irgendwie was verloren hat, eine Beziehung oder sonstigen Kram. Und daran hängt oder eben halt daran festhalten möchte. Und das hat auch alle. Es ist konfus. Hilfe. Ich komme da nicht. Ich komme damit nicht klar. Ich komme damit nicht klar. Wir hören auf für heute. Ich weiß es nicht. Nein, ich bin nicht wie du. Natürlich. Wir können dich komplett verstehen. Wir sind du. Ich wusste es, dass wir ähnlich denken, Tomji. Liebe ist das, was man bereit ist zu geben. Und ich bin bereit, alles zu geben. Aber warum? Wer? Dr. Leitner? Chiara? Nee, glaube ich nicht. Wegen Cedric nicht? Und wenn Chiara doch durch euer Verschulden sterben muss, dann ist das nur ein kleines Opfer. Nee, dann hat es damit zu tun. Glaub nicht, dass ich hier aufhören würde. Ich würde jeden einzelnen von euch ins Jenseits befördern. Euer Leben ist nichts wert. Im Vergleich zu dem, was ich schütze. Das ist deine letzte Warnung. Versuche nicht, mich zu kontaktieren. Ja, ist ja okay. Auch wie habe ich denen gesprochen? Die Auswertung der Überwachungskamera verlief leider erfolglos. Die Sofortverhandlung ist nun eingeleitet. Ich habe Einheiten der Bereitschaftspolizei, dem Rettungsdienst sowie Suchhunde herangezogen. Das volle Programm also. Gibt es denn schon irgendwelche Hinweise? Konnten Sie Chiaras Handy orten? Wann können wir mit Ergebnissen rechnen? Nein, aber ich habe Hoffnung, dass die Verhandlung uns relativ schnelle Hinweise liefern wird. Doch kommen wir nun zu dem Geistervideo und dem Fluch, der darauf liegt. Wie Sie sich vorstellen können, habe ich tausende unbeantwortete Fragen an Sie. Helmut, ich werde dir alles in einem Telefonat ausführlich erklären. Wo ist der Prof? Kannst du gerne jetzt tun. Wo ist der Prof? Kurze Info, ich fahre jetzt schnell nach Hause. Frische Sachen holen. Nicht, dass Wolf mich auch noch verdächtigt. Ja? Aber wo ist der Prof? Ines. Hallo Ines. Mit dir wird ja lange geschrieben, ne? Tomji. Ich dachte wirklich, ich könnte dir vertrauen. Was? Was? Hä? Gerade war bei mir ein Kommissar Strasser. Okay, er war dann bei ihr. Chiara wurde entführt. Ihr jagt einen Mörder. Und ihr erzählt mir nichts davon, geht die gar nichts an, wie deren. Verdammt, Chiara ist meine Schwester. Was genau hat dir Strasser erzählt?
Es tut mir leid, ich weiß, dass es ein Fehler war. Nein, Chiara hätte niemals gewollt, dass wir dich damit reinziehen. Und das ist der Plan. Woher willst du wissen, dass Chiara es gewollt hätte? Sie ist meine Schwester, nicht deine. Du singst übrigens scheiße. Ihr hättet mir erzählen müssen, was los ist. Dann wäre ich keine Sekunde von ihrer Seite gewichen und sie wäre vielleicht nicht entführt worden. Ja, vielleicht, vielleicht. Verdammt, Tomji. Ja, ja, ich bin schuld, danke schön. Ich hätte dich doch extra noch darauf angesprochen, dass Chiara nicht so seltsam, dass sie sich so seltsam verhält. Und das war, was der Kommissar in Chiaras Zimmer gefunden hat, macht es noch schlimmer. Was hat er denn gefunden? Ein Liebesbrief, wie schön. Liebe Ines, wenn du das hier liest, dann haben wir es nicht rechtzeitig geschafft. Dann bin ich nicht mehr im Leben. Es gibt viel, was ich dir noch sagen möchte. Du bist die beste Schwester, die ich mir jemals wünschen könnte. Ich werde es vermissen, mit dir zu lachen, zu weinen, und ich hätte so gerne miterlebt, wie aus dir eine große Sängerin geworden wäre. Naja. Chiara wird nicht sterben, das verspreche ich dir. Wir dürfen jetzt die Hoffnung nicht verlieren. Chiara ist eine Kämpferin, der Entführer hat sich das falsche Opfer ausgesucht. Genau das ist es, genau, wir machen ihr damit Hoffnung. Banz. Die Tür ist sehr laut bei uns. Liegt aber auch daran, weil Inka sich keine Mühe gibt, leise zu sein. Tomji, die Leute von der Spurensicherung kommen gerade an. Melde dich sofort, wenn du etwas Neues hörst. Ja, okay. Flupp. Ach, Kinders. Ja, Ach du Schreck. Was geht hier vor sich? Was denn passiert nochmal? Bist du schon zu Hause bei dir? Nein, bei dir zu Hause? Naja, wo denn sonst zu Hause? Ja, Henry, ich stehe gerade vor meinem Haus. Da brennt Licht in mein Zimmer, in mein Esszimmer. Wow, was ist los mit mir heute? Und oh Gott, irgendetwas ist da drinne. Oh, Spannung, Spannung. Spooky. Serena will dir nur Angst einjagen. Du sollst nicht ohne Henry reingehen. Norma, verschwinde von da. Was, wenn das Chiaras Entführer ist? Ich will doch nur kurze, frische Kleider holen. Das sind nur Schatten. Ja, von Menschen vielleicht oder von irgendwelche Dinge. Ich muss endlich meine Angst vor Serena überwinden. Wie sagt ihr immer, bevor die 7 Tage nicht um sind, kann mir nichts passieren. Norma, warte. Ich mache mich auf den Weg. Unsinn. Ich muss auch mal alleine zurechtkommen. Ich geh jetzt rein. Pass bitte auf dich auf, ne? Ich halte das für wirklich keine gute Idee. Nix sagen. Ja, pass auf dich auf. Tschüss, dein. Wenn ich mich in 5 Minuten nicht zurückmelde, schickt einen Leichenbestatter. Wie sie sich jetzt alle schreiben. Oh nein, sag sowas nicht. Das finde ich überhaupt nicht lustig. Henry, mache dich hier bitte sicherheitshalber auf den Weg. Ich hab da gar kein gutes Gefühl bei. Ja. Jetzt sind wir gespannt. Das kann doch nicht sein. Diese Stimme, ich kenne sie. Was auch immer du hörst, das ist nicht echt. Norma, du machst uns Angst. Wessen Stimme? Was kommt als nächstes? Nichts sagen, wahrscheinlich.
Meine Schwester Claudia, sie ist vor 10 Jahren gestorben. Aber das da drinnen, das ist eindeutig ihre Stimme. Nochmal, hör mir jetzt ganz genau zu. Wir wissen nicht, was in deiner Wohnung vor sich geht. Bitte warte auf mich, ich fahre sofort los. Nein, ich will jetzt meine Schwester sehen. Ah, okay. Ja, dann mal los, viel Spaß, ne? Norma, das ist zu gefährlich. Um Gottes Willen, mein Herz bumbert richtig. Sie ist es. Claudia ist hier. Alles klar. Norma, das ist nicht real. Ach, Kacke, Kinder. Ah, ja, nun, mir bahnt sich ein schlimmer Verdacht an. Sarinas Macht scheint inzwischen so groß, dass sie die Fähigkeiten besitzt, die Gestalten anderer Personen anzunehmen. Mein Gott, für einen Moment dachte ich, ich wirklich, meine Schwester sitzt vor mir. Wir dürfen Sarina nicht unterschätzen. Sie wartet seit 15 Jahren darauf, dass ihr Tod aufgeklärt wird und sie Erlösung finden kann. Das macht sie gefährlich und verdammt mächtig. Ich dachte, sie will uns nur Angst einjagen. Was meinst du damit mächtig? Wozu wäre sie ja noch fähig? Das gesamte Ausmaß ihrer Macht kann ich noch nicht final einschätzen. Wir müssen also weiter auf der Hut bleiben. Physisch kann sie uns noch nichts tun, aber psychisch sind wir alle angespannt und dürfen nicht von ihr brechen lassen. Claudia, es wäre so schön, nee, ja, es wäre so schön, sie wiederzusehen. Ich vermisse sie sehr. Das war gerade wirklich schmerzhaft. Du solltest nicht so viel trinken. Sarina weiß genau, wo sie uns treffen muss, damit es wehtut. Ich will jetzt nur noch weg hier. Ich hole meine Sachen und dann raus hier. So, ihr Mäuse. Was? Herzschmerz? Was? Was für eine Herzschmerzgruppe? Na, egal, aber das erfahren wir in der nächsten Folge, ihr lieben Kinderchen. Also, bis dahin. Tschüss.